Ich begrüße euch zurück zu einer weiteren Runde FIFA 15 an, ja, immer noch den 2. Januar. Nehme ich das ganze Gedöns hier auf und ja, als nächstes geht es gegen Hannover und da haben wir schon gesagt, weil darauf dann ja das nächste Champions League Spiel ansteht, bedeutet das vielleicht auch letzte im Achtelfinale. Heißt es, dass wir gegen Hannover vielleicht eine etwas schlechtere Mannschaft aufrufen auf dem Platz, weil man muss überlegen, will man in der Champions League bleiben und da vielleicht noch versuchen, was zu reißen, oder will man das Ganze hier in der Bundesliga so mit zu Ende spielen, weil ihr könnt sehen, da sind nicht mehr viele Spiele, da werden wir an Bayern locker im Leben nicht mehr rankommen. Ja, deswegen habe ich schon gedacht, gegen Hannover also eine etwas legere Mannschaft, dann haben ein paar andere Leute mal wieder die Chance zu spielen. Und wollen mal gucken, wer da so möglich ist. Balotelli vorne vielleicht raus, dafür ein Paco rein. Dann linkes Mittelfeld. Vielleicht ein Clemens. Und nach rechts packe ich einen Obasi. Ja, Boateng nehme ich dann erstmal raus für Kramer, Thiago theoretisch natürlich auch dann für Höger. Meines Erachtens sogar Thiago momentan besser als Boateng in Form und daher den gar nicht mitnehmen. Dann Matip rein für Papadopoulos. Neustädter Kirchhoff rein. Links kann ich dann Kolasinac verteidigen lassen und ja, ich würde fast sagen, gut, die lassen wir einfach so weiterspielen. Dann haben wir eine neue. Okay. Man könnte sagen, dass ich den Draxler auch noch rausnehme. Für den Meier und dann gucken wir mal. Weil, ist mir halt schon wichtig, dass man gegen Real dann versucht. Man hat ja schon gesehen im Hinspiel, dass die extrem schwer zu spielen sind. Dass man da dann guckt, dass man eine fitte Mannschaft hat, die dann auch dementsprechend einstellt. Natürlich müssen wir von uns aus kommen, was zu reißen. Na, schade. Ach, fuck, ich wollte den ganzen Rotz jetzt in eine andere Richtung machen. Ach, komm schon. Alter. Aber hey, wieder verbessert. Wieder um 300 verbessert. Wir kommen der Sache näher. Hallo und guten Abend. So, Sind wir in der Bundesliga am also, Mikrofon? Manni Wolkmann und wir Christian sind Streich. in Hannover und es geht los. Da ist Hannover das gegen Gefühl, dass Schalke. er heute dabei ist. Seine Leistung Wir und sind Überzeugung gespannt. waren Ich alles bin vor allem auch entscheidend gespannt, ob ich das für überhaupt Hannover. einigermaßen schaffe. Ich werde das aber auch erstmal. Ja, ich glaube, defensiv reicht. Ich werde hier auch erstmal defensiv einstellen, die Mannschaft. Aber wie gesagt, ich habe es schon angekündigt. Ich gehe stark davon aus, dass wir gefeuert werden. Maxi Meyer. Denn wer weiß, ich habe ja Geld gefordert für mehr Einkäufe, irgendwie um 600.000 Euro. Und habe dafür gesagt, dass wir DFB-Pokal gewinnen, dass wir Meisterschaft dann auch gewinnen. Dann hat der Vorstand natürlich eingewilligt. Aber wenn man jetzt mal wirtschaftlich überlegt, war das vom Vorstand her dann nicht so schlau, weil momentan DFB-Pokal raus, Champions League noch drin, aber schlechte Aussichten aufs Weiterkommen. Bayern ist in der Bundesliga momentan einfach nur überstark. Da kommt man auch nicht mehr ran. Da kann man schon sagen, dass das extrem schwer sein wird. Oh, ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass der Ball ein bisschen steiler kommt.
Es wird schwer sein, wird diese Forderung einzuhalten, vor allem weil wir zwei, ja, weil man fast sagen kann, zwei Forderungen sind schon geplatzt. Und wer weiß, vielleicht platzt morgen dann auch schon die nächste. Aber ich schätze mal, also wenn ich jetzt auf Strawpoll eine Umfrage starten würde und da irgendwelche wirklich daran teilnehmen würden, dann gehe ich davon aus, dass erstmal die meisten sagen würden, dass ich das nicht schaffen werde. Da gehe ich nämlich auch von aus. Ich zocke übrigens immer noch mit der Modding Bay Mod. Ich bin immer froh, wenn kein Update kommt vom FIFA, weil dann muss ich das nicht neu aufspielen. Kamen auch einige Fragen zum Tutorial, wie man das genau installieren kann. Ich würde mal empfehlen, dass alle einzelnen Dateien, alle einzelnen Ordner, die Updates immer einzeln hochzuladen, dann immer dann auch die Modding Bay Mod-Exe ausführen. Nach jedem neuen Reinkopieren vom Ordner. Da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Wie gesagt, ich vielleicht der einzige Stammspieler, einzige jetzt gerade mit sehr viel Spielpraxis ist Paco. Wenn eine Mannschaft den Ball lange hält, kann das nicht gut enden. Nächstes Mal nochmal Glück. Husti. Na, Stindl. Husti, die 10. Stindl. Hält lange den Ball. Meier hat sich den Ball geholt. Geht direkt nach vorne. Ab auf Meier. Paco schön weitergeleitet. Ja. Da versucht sogar direkt den Ball noch irgendwie zu chippen. Wird aber abgeblockt. Und Kirchhoff ist da. Boah, Paco flittert recht leicht den Ball. Die nächste Flanke kommt. Uschida ist oben. Aber immer noch Hannover. Die nächste Möglichkeit, aber gut geblockiert von Matip. Und somit bisher keine Gefahr. Und jetzt kommt die nächste Möglichkeit. Aber wieder Matip zur Stelle, aber konnte ihn auch nur abblocken, also sollte man versuchen, direkt das Kopfballduell zu gewinnen. Giefer müsste draußen sein, Giefer ist draußen. Oh Gott. Die nächste Möglichkeit, der Ball muss besser rausgeschossen werden hier. Clemens. Bisher noch recht wenig gespielt. Kramer auch einer der Personen, die etwas mehr Spiel. Das hat vielleicht jetzt mal. Kolasin hat es gut gestartet. Dann auf Paco, aber der wird abgeblockt. Boah. Sollte wohl eigentlich nicht hin, aber gut. Ist angekommen. Boah, Kolasin, sollte es ja nicht versuchen, so alleine. Weil. Hinten wäre dann kein Verteidiger mehr. Vielleicht jetzt mal. Das Ding kommt. Tsuchida ist da. Meier. Geht dem Ball gut entgegen. Dann ist Höger da. Und er versucht es einfach mal. Null-null könnte ich sogar, glaube ich, mit leben. Über außen läuft bisher fast gar nichts. Gut den Ball geholt von Christoph Kramer. Kramer, Paco. Ja, ist schwer in so einem Moment, aber man sollte den Ball nicht zum Gegner spielen.
Den geht rein und dadurch sind schon mal einige Tore passiert bei Schalke. Unter anderem gegen Frankfurt, wo Alex Meyer das recht einfach hatte. Aber jetzt Max Meyer. Max Meyer, gut gemacht. Die Flanke kommt. Paco steht falsch. Flanke kommt nicht optimal. Muss man wieder ruhig. Ja, nach vorne ist bisher wirklich Mangelware. Aber mal gucken, was in der zweiten Halbzeit noch möglich ist. Ja, also viel ist nicht passiert. Ist halt auch ein recht langweiliges Spiel. Weil ich nicht die Spiele habe, womit ich jetzt wirklich Einzelaktion machen kann. Beziehungsweise, das klappt ja meistens sowieso nicht, aber halt mit den Spielern, mit denen Tore sehr wahrscheinlicher sind als jetzt. Wo ich sagen muss, in der ersten Saison habe ich auch mit der U21, einmal mit dem kompletten U21-Kader, mit den ganzen jungen Spielern von Schalke einmal gespielt und das war gegen HSV auch ganz gut. Aber wie gesagt, dachte so nach den ersten Updates habe ich das Gefühl, dass das Spiel auf Weltklasse schwerer geworden ist. Also auf jeden Fall für PC. Jetzt aufgepasst. Die Flanke kommt. Sehr gute Möglichkeit für Hannover. Jetzt mal schnell gespielt, Meyer. Geht dran vorbei. Den Rückraum. Paco ist zu klein. Kramer ist da. Höger ist da. Meyer ist da. Und na, aber das war doch schon mal eine einigermaßen gute Chance. Und ja. Natürlich doch noch dran vorbei, aber doch schon ein Stück gefährlicher. Aufgepasst. Die verstehen sich blind. Clemens, gut den Ball abgenommen. Wieder auf Clemens auf außen. Natürlich muss man auch sagen, Dortmund vor diesem Spiel mit 6 Punkten schon wieder auf Abstand gegangen. Das heißt, sie haben ihr Spiel gewonnen. Und jetzt versuchen sie es mal schnell. Meyer, kein Foul. Die Flanke kommt. Kramer wäre da. Jetzt Höger. Versucht sie einfach mal durchzuspielen. Hä? Ja, anscheinend irgendwie einen Foul gesehen, aber ganz ehrlich, ich habe da nichts gesehen. Oh, Paco, ey, stellt sich dann in den Weg, kriegt den Ball, verliert ihn dann direkt wieder. Und Suarez. Und Paco. Ja, die versuchen es immer schnell, vielleicht hätte da ein bisschen mehr Druck in den Ball gemusst, aber kein Foul. Paco. Und dann Höger. Geht da an zwei, kann er stehen lassen, aber beim dritten wird es dann schwer. Maxi Meyer. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Oh, der hat ein gutes Auge. Er sagt Vorteil geschützt. Klasse entschieden. Genau richtig. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Schön. Jetzt sehen wir
Jetzt geht's gleich mal schnell nach vorne über Obasi. Abgeblockt. 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 Eckball, Höger. Das Ding kommt. Und dann ist Kirchhoff da. Und es steht 1-0. Da war sehr viel Getummel im Strafraum. Hier, dann hatte Meier den Ball, dann wurde er kurzfristig raus. Dann Kramer trifft den Ball nicht richtig. Der Ball fliegt zu Kirchhoff und der nimmt direkt und dann ist das Ding drin. Na also. Ich wechsle auch zweimal. Ich glaube, Nani war für 3 Monate, glaube ich, verletzt. Bin mir nicht sicher, aber musste ich gerade mal so loswerden. Und Achtung. Höger, gut gemacht. Macht eine super Partie. Und Obasi. Boah, wollte ich nicht hin. Ah, jetzt ist dieser Vorteil abgelaufen. Das ist natürlich bitter. Das Ampako war gerade natürlich ganz klares Foul. Mal gucken, dass sie nach hinten kommen. Da kommt einfach mal die Flanke rein. Mate bis da und Kolasinac kann den noch vernünftig klären. Clemens. Schön gespielt. Und dann ist Obasi da. Aber das Ding ging nicht mal aufs Tor. Schade. Kann ihn eigentlich auch annehmen. Hatte Zeit. Edgar Pripp sieht noch gelb. Und ja, bei Schalke gab es 2 Auswechslungen. Direkt raus auf Draxler. Ah, so müsste den Ball loslegen, aber nicht dahin. Hätte er besser auf Kramer spielen können. Der kommt mit der ersten Grätsche. Kann ich auf jeden Fall schon mal stören. Die Flanke kommt. Ist da am Ball wieder raus auf Draxler. Geht dran vorbei am ersten. Und das sah nicht gut aus. Oh, Scheiße, ey. Das hätte nicht passieren dürfen. Und ich hab's mir fast schon gedacht. Er sieht auch die Rot direkt. Er hatte schon gelb. Sieht dann gelb-rot. Also eine Aktion natürlich total in Ordnung. Da hat Draxler dann vorbei und dann geht er da rein. Und da hat Draxler sich vielleicht sogar linken Arm verletzt. Wir werden das nachher auflösen. Jetzt gibt es aber erstmal noch einen Freistoß. Goretzka. Und das Ding kommt nochmal gut für Paco. Aber gut gehalten von Zieler. Und das war's. Man kann jetzt sagen, wir haben gewonnen. Wir haben aber auch was verloren. Es war ein sehr wichtiger Spieler namens Draxler. Ich gehe nicht davon aus, dass der in 3 Spielen wieder gesund sein wird. Ich lasse jetzt mal eben kurz, mache jetzt erstmal direkt weiter. Ich bin erstmal froh, dass wir gewonnen haben. Fällt für 8 Tage aus, zumindest ist er gegen Real nicht dabei. Ja. Naja, kann man nicht ändern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.